Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann vom Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung im Zentrum Bildung der EKHN. Und hier bei mir ist meine neue Kollegin Franziska Valenta. Hallo Franziska. Ja, hallo Tobias. Schön, dass du da bist. Du bist ja jetzt seit dem 1.3. also noch ganz frisch, jetzt neu bei uns im Fachbereich. Und ja, was ist denn hier dein Aufgabengebiet? Ja, ich bin die neue Fachberatung für Familienarbeit und Familienzentren hier in der EKHN. Also ich werde konzeptionell beratend tätig sein und auch die Geschäftsführung der neu gegründeten EAF Hessen übernehmen. Okay, das klingt jetzt ja erstmal auch nach ganz viel Organisation, nach Netzwerkarbeit. Das ist ja für dich ja auch kein neues Blatt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo du vorher warst und wie du den Weg zu uns gefunden hast. Ja, ich habe Kultur- und Sozialwissenschaften studiert und bin über das Freiwilligenmanagement in der Flüchtlingsarbeit zur Kirche gekommen. Und habe dann sozusagen einen Wechsel in den gemeindepädagogischen Dienst gehabt. Da gibt es 5 Projektstellen, die mit der Zielgruppe 55 plus arbeiten. Dann habe ich berufsbegleitend Gemeindepädagogik noch studiert und ja, mit Erwachsenen gearbeitet. Dort Bildungsveranstaltungen organisiert, Netzwerkarbeit gemacht und ja, freue mich jetzt hier zu sein. Bist ja jetzt gerade mal eine knappe Woche hier. Das heißt, wahrscheinlich findest du dich jetzt erstmal in die ganzen Themen rein. Aber gibt es was Bestimmtes, was du mitnimmst oder mitgebracht hast, wo du sagst, das möchtest du gerne unbedingt in deine Arbeit einfließen lassen? Ja, also in der Stelle hier und mit der Familienarbeit, da führen so verschiedene Fäden meiner Berufsbiografie zusammen. Also zum Beispiel habe ich meine Masterarbeit über Mütter und Mütterleitbilder geschrieben. Und ich habe erst heute Morgen in einem Podcast gehört, dass Kinder ein biografisches Risiko für Frauen darstellen. Und ja, wenn man dann weiter überlegt, was die Vereinbarkeitsfrage, Care-Arbeit, die Rentenlücke und Armutsrisiko bedeuten, das sind auch Fragen für die evangelische Familienbildung. Das sind auch ganz wichtige Fragen, generell auch für Arbeitgeber und ja, für alle, die auch mit Familien arbeiten. Ich glaube, das stelle ich mir ganz, ganz spannend vor. Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wie und wo erreicht man dich denn am besten? Ja, ganz klassisch per E-Mail und Telefon hier im Zentrum Bildung über die Durchwahl 199. Und ich bin auch in sozialen Netzwerken unterwegs. Das können wir ja einfach einblenden. Genau, das wird die Kontaktdaten hier unten eingeblendet und sind natürlich alle herzlich eingeladen, sich mit Franziska Valenta dann auch in Verbindung zu setzen. Franziska, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Zusammenarbeit mit dir. Gibt es noch am Schluss so etwas, was du jetzt gerne noch den Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, einladen möchtest oder einfach noch jetzt loswerden möchtest, wo die Möglichkeit da ist? Ja, also ich bin ja gerade in einer Orientierungsphase und ich freue mich total, wenn Leute mit Fragen und Anregungen auf mich zukommen und ich bin begeistert, was ja Instagram und Facebook da auch für Möglichkeiten bieten. Also nehmt gerne Kontakt auf. Ja. Fantastisch. Dann vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Wir werden auch noch mal in einigen Wochen einen vertiefenden Livestream machen, wo wir noch mal ein bisschen tiefer in deine Arbeit und noch mal einsteigen. Und ich bin überzeugt, wir werden auch noch ganz viel von dir und deiner Arbeit auch noch mal hören. An der Stelle noch mal herzlichen Dank, dass du hergekommen bist und auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Wenn Fragen, Kommentare sind, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.